Hallo meine Lieben, ich habe heute mal ein etwas anderes Video für euch und zwar geht es heute mal nicht um Mundhygiene, sondern ich wollte dieses Video jetzt einmal einschieben und zwar wollte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure zahlreichen und vor allem zum Teil auch echt langen Kommentare, die ihr mir geschrieben habt. Mein letztes Video ist jetzt ja eine Weile her, ungefähr 3 Monate habe ich jetzt nichts veröffentlicht. Und ihr habt mir in der Zeit aber weiterhin fleißig Kommentare geschrieben. Da hat sich eine ganze Menge angehäuft. Ich habe zum Teil ein paar Wochen lang auch wirklich nicht mal antworten können. Ich habe das jetzt zum Großteil nachgeholt und euch jetzt im Nachhinein noch geschrieben. Noch nicht allen, das kommt noch, aber so 90% habe ich jetzt ungefähr abgearbeitet. Auf jeden Fall war ich überwältigt, wie viele Kommentare ich in den letzten Wochen und Monaten bekommen habe von euch in der Zeit, wo ich nichts veröffentlicht habe. Und da wollte ich mich einmal ganz herzlich bei euch bedanken. Und ich wollte mich auch entschuldigen für euch für diese doch schon recht lange Pause von 3 Monaten. Und ich habe euch ja gegen Ende im November, Mitte November war mein letztes Video, da habe ich euch in der Zeit sehr viel versprochen. Ich habe euch gesagt, es kommen mehr Videos, es kommen häufiger Videos, ich mache einen Podcast, ich mache einen Blog auf meiner Homepage, ich habe euch sehr viel versprochen und dann kam diese Pause. So, und da wollte ich mich einmal bei euch ganz doll entschuldigen. Und ich hätte selbst nicht gedacht, dass das so eine lange Pause werden würde. Ich wusste nur, es würde sehr viel passieren. Es ist eine ganze Menge passiert bei mir privat in meinem Leben, worüber ich jetzt nicht unbedingt reden möchte. Spielt auch letztendlich keine Rolle. Ich wollte dazu nur sagen, ich hatte in der Zeit einfach andere Prioritäten, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ich hatte keine Zeit, es ist normalerweise nie das Problem, dass man keine Zeit hat, sondern ich hatte einfach wirklich andere Prioritäten und es ist einfach sehr viel passiert. Zum Glück nur Positives, aber YouTube ist in der Zeit einfach etwas zu kurz gekommen und ich habe natürlich nebenbei auch gearbeitet. Einige zweifeln ja doch immer mal wieder an, ob ich überhaupt wirklich Zahnärztin bin. Ja, ich bin Zahnärztin und ich arbeite in Vollzeit als Zahnärztin und so, ja, YouTube ist da ein bisschen auf der Strecke geblieben und ich wollte dazu sagen, alles, was ich euch versprochen habe, das kommt auf jeden Fall noch und ich wollte mich ganz herzlich für eure echt zum Teil langen Kommentare bedanken. Ihr habt mir ja gesagt und mir geholfen, wie ich meinen Channel weiterführen kann, dass ich lieber viele kurze Videos machen soll. Und ihr habt euch da zum Teil echt viel Zeit für genommen, mir zu schreiben. Und umso mehr tut es mir leid, dass ich jetzt so lange nichts gemacht habe. Ich muss dazu aber sagen, erstens hätte ich nicht gedacht, dass ich so lange nichts veröffentlichen werde können. War das jetzt richtiges Deutsch? Ich hoffe. Also ich hatte damit selbst nicht gerechnet. Ich habe das alles ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Und die Zeit ist auch so gerast. Ich habe gar nicht mitbekommen, wie viel Zeit vergangen ist. Und ich habe dann irgendwann nachgeguckt, wann mein letztes Video war. Und das war Mitte November. Und ich habe erstmal voll den Schock bekommen. Ich dachte, oh mein Gott, so lange ist das schon her. Ich habe es echt nicht mitbekommen, wie viel Zeit vergangen ist. Und ja, jetzt sind es ungefähr 3 Monate her. Und ja, ich wollte mich einfach nochmal bei euch entschuldigen. Nochmal. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem weiterhin Lust, meine Videos zu schauen und seid trotzdem weiter gespannt, was kommen wird, weil meine Versprechen werde ich einhalten und ja, Fokus wird nach wie vor auf den Videos liegen, dass ich mehr Videos machen möchte und eure ganzen Themen, die ihr mir in letzter Zeit geschrieben habt, ich notiere das immer alles und ich werde das jetzt auf jeden Fall so nach und nach abarbeiten, was ihr mir vorschlagt an Videos und ich freue mich auch total über eure Vorschläge, weil zum Teil kommt es dann echt vor, dass ich dadurch Sachen selber teste und mich damit beschäftige, die ich so vielleicht gar nicht unbedingt gemacht hätte. Also zum Beispiel die Wingbrush, auf die hat mich einer von euch gebracht. Da bin ich sehr dankbar für, weil ich kannte die, aber ich hatte es jetzt nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Und das ist einfach nur ein Beispiel dafür, dass ihr mir auch echt viel
neue Ideen geben könnt. Und das freut mich total, dass es so eine richtig schöne kleine Gemeinschaft geworden ist. Und ich habe jetzt gestern angefangen, mein neues Video zu schneiden. Ich hatte nämlich extra Ende letzten Jahres noch zwei Videos gefilmt, die ich nur noch hätte schneiden müssen, die ich eigentlich während dieser Zeit veröffentlichen wollte. Und ja, ich habe sie nicht geschnitten. Ich habe jetzt gestern mit dem einen Video angefangen. Und das wird morgen kommen. Also könnt ihr jetzt mal wieder gespannt sein auf ein neues Video von mir. Und auf jeden Fall hatte ich total viel Spaß daran, wieder was zu produzieren und für euch zu machen. Und ja, ich habe richtig gemerkt, wie mir das gefehlt hat in den letzten Wochen oder Monaten mittlerweile. Und ich freue mich auf jeden Fall total darauf, wieder was Neues für euch zu machen. Und ich hoffe, ihr seid auch immer noch gespannt und freut euch auch darauf. Und ja, morgen geht's weiter mit den neuen Videos. Und ja, dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.